Rennstall Number 7 wird wach. Es ist 5 Uhr morgens, die Stuten sind noch ziemlich verschlafen. Die einzige, die schon arbeitet, ist Jessica. Für jedes Pferd mischt sie ein spezielles Frühstück. Müsli, Möhren, frische Kräuter. Manche Pferde sind sogar auf Diät. Denn sie sollen Rennen gewinnen. In 2 Tagen starten sie beim Frühjahrsmeeting Baden-Baden. Komm her. Komm hier ran. Ja. Es kann vorkommen, dass sich die teuren Tiere nachts in der Box verletzen. Ich schaue, ob die warm oder kalt sind. Oder ob sie angeschwollen sind. Wenn natürlich sowas passiert, müssen wir halt gleich nachgehen. Natürlich mache ich mir da sehr viele Gedanken drum, weil ich meine, es geht auch ums Pferd. Ne? Und das ist halt die Liebe. Sobald irgendetwas passiert mit dem Pferd, dann bin ich gleich mit Herz dabei, weil man möchte ja auch nicht, dass das Pferd irgendwelche Schmerzen hat. Ihren Job nennt man eigentlich Reisefuttermeisterin. Jessie selbst nennt sich aber lieber die Müsli-Frau. Seit Dezember arbeitet Jessie im Rennstall Number 7. Ihre Ausbildung zur Pferdewirtin hat sie mit 17 gemacht. Das ist jetzt 11 Jahre her. 11 Jahre lang früh aufstehen? Stört sie und ihren Hund Juniu überhaupt nicht. Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Und das ist das Schönste überhaupt. Ja! Guten Morgen! Im Hengststall ist die Begrüßung schon herzlicher. Die Jungs warten immer sehnsüchtig auf Jessie. Oder auf ihr Frühstück, je nachdem. Männchen hat Hunger. Monsieur hat Hunger, ne? Ja! Für ihre Besitzer sind die Tiere häufig nur Statussymbole. Oh, Hunger, geil! Also mir persönlich ist es egal, was für ein Pferd, ob es ein gutes ist oder ein schlechtes Pferd. Ich sag immer, die Tiere haben genauso Leben und Charakter wie die Menschen. Und es gehört einfach dazu, dass jedes Tier ein bisschen Liebe braucht. Ob mehr oder weniger, aber man sollte nicht sehen, was sie können, ob sie gut sind im Rennen oder schlecht sind im Rennen. Sie haben einfach Liebe verdient. Die einen arbeiten schon seit Stunden, die anderen sitzen abseits des Stallgeruchs bei Lachs und Champagner. Naja, das ist Geschmackssache. So mit Hut und Kleidchen und so, nee, ist jetzt überhaupt nicht mein Ding. Ich bin lieber auf dem Pferd und arbeite, wie beim Frühstück zu sein und zuzuschauen. Mich würde das viel zu viel kitzeln und reizen, auf dem Pferd zu sitzen und zu galoppieren, wie da zu sitzen und zu frühstücken. Und galoppieren darf sie jetzt auch. Um 7:15 geht's zum täglichen Training auf die Rennbahn. Höchstgeschwindigkeit? Bis zu 70 Stundenkilometer. Das Gefühl, auf einem Pferd zu sitzen und so schnell zu galoppieren, das ist unbeschreiblich. Trainer Lennart Hammer-Hansen war früher selbst ein erfolgreicher Jockey. Heute ist er Jessies Chef. Die Jessie ist mit Leib und Seele dabei und das ist auch ganz wichtig. Viel Gefühl, das muss man haben, ja. Die Pferde sendet Signale und wenn man die lesen kann, dann hat man es natürlich einfacher, so ein Pferd vorzubereiten auf dem Rennen. Ne? Und darum geht es letztendlich. Leistung. Die Pferde sind Spitzensportler und werden hier im Stall auf große Erfolge vorbereitet. Für Jessie sind die Siege aber nicht nur Business, sondern auch eine Herzensangelegenheit. So wie beim ersten Rennen ihrer Lieblingsstute Sunday Surprise. Ich war so nervös, ich war so aufgeregt. Ich konnte gar nicht das Rennen richtig schauen. Und irgendwann habe ich dann wirklich nur gehört, Sunday Surprise geht vorne. Dann ging das die ganze Zeit, ging die vorne. Ich habe gesagt, das geht nicht. Das kann nicht funktionieren. Aber irgendwann habe ich dann gedacht, im Schlussbogen, sie geht immer noch vorne. Das kann funktionieren. Hey, Mausi, ich glaube an dich, Mausi, ich glaube an dich. Ne? Dann hat die tatsächlich gewonnen. Startziel. Ich war so fix und fertig, dass meine Arbeitskollegin sie abholen musste von der Rennbahn Richtung Absattelring.
Ich war am Heulen, ich war am Zittern. Oh, für mich war das überhaupt nicht wahr, weil ich so viel Arbeit in sie reingesteckt habe. Das ist wie ein Traum. Das ist Rennstallbesitzer Nuri Özdogan. Für ihn ist jeder Titelgewinn ein Aushängeschild. Hier sind Pferde Geldanlagen. Also es gibt Besitzer, die sehen das sehr kommerziell. Dass man sagt, okay, man gewinnt jetzt hier ein großes Rennen und ich habe jetzt da 50.000 investiert in das Pferd und jetzt habe ich nach einem Jahr oder nach zwei Jahren ein Angebot bekommen über 300.000. Dann kann ich dann entscheiden, ob ich verkaufe oder nicht. Das steckt schon in jedem seinem Hinterkopf drin. Ne? Dass die Tiere auch Arbeit machen, wollen die Besitzer oft gar nicht wahrhaben. Die erledigen schließlich andere für sie. So wie Jessie. Jeden Tag ab 5 Uhr morgens. Ob sie tauschen würde? Auf keinen Fall. Mein Traum ist es, in einem Rennstall zu arbeiten und natürlich die guten Rennen zu gewinnen. Weil dafür arbeite ich und vielleicht mal sogar Prix de l'Arc de Triomphe zu gewinnen. Wir wissen ja ungefähr, was für Pferde wir hier im Stall stehen haben. Natürlich wäre es super, mal so ein Rennen zu gewinnen. Das wäre mein Traum.